So, ja, herzlich willkommen und zu diesem Männertas-Update-Video. Dieses Video drehe ich schon im Vorhinein auf. Ich habe mir gedacht, bei mir kommt ja immer Feiertags ein Video, sonst habe ich es immer so gemacht. Einfach ein Sonntagsvideo, was ich im Vorhinein aufgenommen habe. Dass ich das einfach freigegeben habe. Ich habe es ja immer so gemacht, Feiertag. Kamen immer mal ein paar Videos. Und da ich dachte, machst du mal ein separates Video extra für den Männertag. Ist ja auch mal was Cooles. Und ja, das habe ich jetzt gemacht. Ich habe jetzt, glaube ich, 8 Sachen. 8 oder 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau 8. Ja, wird dann halt nicht so ein langes Video. Muss es auch nicht. Kann ich ein bisschen mehr quatschen, ja, zu den einzelnen Sachen. Und ja, 26. Mai ist Männertag, also an alle Männer und Halbstarken schönen Männertag, auch wenn es Christi Himmelfahrt ist. Aber ja, jetzt mal ein extra Männertagsvideo Update. Ist auch mal was Cooles und ja, wird heute gesoffen, wie das Wetter ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich nehme es jetzt das Video in April auf, Ende April, schon mal für Männertag. Hab mir gedacht, sind ein paar coole Sachen dabei. Dass du die auch mal gezeigt hast. Ich habe schon von Spider-Man habe ich schon ein Einzelvideo gemacht. Kann ich ja noch was zum Film sagen, weil so eine was ich zuletzt gesehen habe, ist wirklich unmöglich, weil ich nicht mal weiß, was ich schon gezeigt habe und was nicht. Ich habe auch jetzt hier 2 neue Schränke und alles einsortiert. Und ich habe an die scheiß Videos auf YouTube Deutsch nicht mal dran gedacht. Nun weiß ich nicht, was ich gezeigt habe, was nicht. Deswegen ist es unmöglich, eigentlich, was ich zuletzt gesehen habe, Video zu machen. So, okay, fangen wir mit dem gleich an. Muss ich mal gucken, wo ich den habe. Jo, hier haben wir den, habe ich schon eingetütet. Ja, haben wir hier Spider-Man No Way Home. Wie ich finde, ein cooles Cover. Jedoch hat mir das Blu-ray-Cover ein bisschen besser gefallen. Das 4K, das fängt irgendwie nicht ein, aber man sieht es ja hier, 4K Ultra HD. Einen Film habe ich gesehen. Und was soll ich sagen? Ich finde der beste Spider-Man-Film der Tom Holland-Trilogie. Und auch ein sehr, sehr guter MCU-Film. So sieht er aus. Wie ich finde, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Doctor Strange wurde nicht zu viel genutzt. Und die alten Bösewichte hat man wirklich sehr, sehr gut rübergebracht. Also kann ich wirklich nur sagen, klasse. Haben sie wirklich toll gemacht. Ja, wie ich finde. Und man sieht, man kann Nostalgie auch andersweitig einsetzen, ohne jetzt zu übertreiben, wie ich finde. Es war schön, mal wieder Andrew Garfield. Oh, ich sage lieber nicht, ja, aber mittlerweile war den Film nie gesehen. Also es ist ja kaum zu vermeiden, noch jetzt. Ja, wir wissen alle, was da Sache ist. Jetzt hätte ich schon fast einen Krisenball, aber warum habt, wer den Film noch nicht gesehen hat, holt das nach. Ich habe immer gewettert über die letzten MCU-Film, was hat der jetzt auch, glaube ich, 2 Jahre gedauert? 2019 und 2021 Juli kam erst der nächste. Ich glaube, Far From Home war der letzte und dann Black Widow. Wie gesagt, Black Widow, Shang-Chi, Eternals, die sind alle mittelprächtige Filme. Aber hier, No Way Home, jo, der hat es richtig rausgerissen. Richtig geiler Film. Top-MCU-Film. Also, ich weiß jetzt nicht, auf welche Rangliste er war bei mir, aber ganz weit oben. Ja, Black Widow habe ich ja, da habe ich ja damals mal ein Einzelvideo gemacht, da habe ich ja die normale Keep Case, auch wie hier. Weil die anderen kann man ja leider nicht zum Release kaufen. Es gibt ja nur mal die 4K Steelbooks wie bei Eternals. Und Schuber gibt es ja auch nicht mehr. Deswegen. Jo, was habe ich dann noch gekauft? Ich habe noch eine 4K auf jeden Fall. Und zwar habe ich mir den neuen Sing 2 geholt. Der erste Teil hat mir richtig gut gefallen. Also der war sehr, sehr gut. Ich bin nicht so ein Fan von Gesinge oder allgemein bei Disney-Filmen. Hier ist das jedoch was völlig anderes. Das sind ja die Tiere, die da singen und so ein richtig cooles Show quasi machen. Also der erste war echt klasse, wie sie das gemacht haben. Ich bin mal gespannt hier, auch wie die Lieder hier sind. Man hat hier auch Dolby Atmos, Deutsch, Englisch, mal gucken. Und im 4K, wow. Also viele sagen immer, Animationsfilme lohnen sich nicht im 4K. Also meiner Meinung nach sieht das richtig geil aus. Und ja, hier sind wieder schlechte Bewertungen. Es gibt keine 3D Blu-ray. Ach, kann ich den auch dazu? Die beiden kamen in 3D im Kino. Ja, ich weiß.
Es kommt keine 3D-Blu-ray, aber ja, guckt noch 3D. Klar, es gibt immer noch Fans, aber geht ins Kino. Ja, nur noch 3D-Filme kommen nur noch im Kino. Also, ich glaube, das war es echt. Also, mal gucken, was Avatar reißt, aber keine Ahnung. Ja, Sing 2, die Show deines Lebens, kam auch relativ schnell. Ich glaube, da kam ja erst Ende Januar irgendwie und kam schon April jetzt auf 4K. Das waren die einzigen 4K-Filme. Ich habe jetzt nicht so viel geholt und bin jetzt auch quasi fertig mit den Sortieren der 4K-Filme, habe ein bisschen umgeräumt und mache da auf jeden Fall jetzt mal eine Overview. Ich glaube, das schulde ich euch schon viel zu lange. So, dann habe ich mir geholt das neue Lego Star Wars, die Skywalker-Saga. Für die PlayStation 5 natürlich. Ich habe zwar noch die Xbox One, aber nicht die neue, da die Series X interessiert mich jetzt nicht ganz so und brauche ich auch nicht. Ja, ich habe jetzt das hier, ja, die PlayStation. Ja, mal gucken, wie es ist auf jeden Fall. Also Lego mag ich, also ich liebe die Lego-Spiele. Ich habe auch noch viele für Xbox, habe die auch immer durchgezockt und die Erfolge gemacht. Jetzt kann ich hier die Trophäen machen, wirklich geil. Ja? Also die Spielereihe, wirklich top. Ja, wie gesagt, gezockt habe ich es noch nicht. Man sieht, es ist noch OVP. Jo, das war die dritte Sache. Was habe ich noch geholt? Gut, für euch ist es jetzt nicht mal so neu. Habe ich mal den Netflix-Film Love and Monsters geholt. So, jetzt gucken wir mal hier. Gar kein Netflix-Logo. Paramount. Komisch, oder? Prinz aus Zamunda 2 kommt ja auch raus. Da ist auch kein Amazon Prime Video-Logo. Ja, es war nur jetzt ein kleiner Scherz, weil ich weiß ja, dass der von Paramount ist, aber viele sagen dann immer, ich weiß nicht, habe ich auch gelesen, ja, wie kann der Film denn rauskommen? Der ist doch von Netflix. Seit wann bringt Netflix Filme raus? Ja. Ist ja nicht so. Wie gesagt, das waren ja alles Filme von Paramount, die haben die ja dann irgendwie verkauft. In USA kam da ja irgendwie ein Kino hier, Love and Monsters, in Deutschland nicht und in allen anderen Ländern und jetzt kam doch noch die Blu-ray. Macht der Paramount immer. Prinz aus Zamunda 2 kam ja. Oder auch hier mit Mark Wahlberg hier, wie ist der hier? Infinite, ja, der kam ja auch. Oh, kommen eigentlich immer viele. Ich hoffe, hier der Tomorrow War kommt noch. Den fand ich ziemlich geil. Bloß hier kam nur eine Blu-ray, keine 4K. Den Film gibt es nur auf Blu-ray. Es gibt auch keine DVD. Also ich weiß nicht warum. Boah, ja, bin ich mal auf jeden Fall gespannt. Ich habe ihn noch nicht gesehen auf Netflix. Ich habe da extra gewartet, wo ich gehört habe, es kommt eine Blu-ray, richtig cool. Auf Paramount ist halt immer noch Verlass. Das ist das, die haben ja auch den SpongeBob-Film gebracht, der ja 2020 im Kino kommen sollte, kam dann 2020 Herbst auf Netflix und da kam ja dann auch. So, da habe ich hier noch, ja, da kam nur 3,39, ist aktuell noch bei Amazon. In Zweifel gegen den Angeklagten, da gab es schon mal eine andere Auflage von Kochfilms, kenne ich noch nicht, aber Michael Douglas mag ich eigentlich gerne. Ich weiß jetzt bloß nicht, ist das ein älterer Film oder ein etwas neuerer? Also neu jetzt nicht vor 5 Jahren oder so, ich glaube vor 10 Jahren kam der raus, bin jetzt nicht sicher. Haben sie jetzt hier für 3,39 über einen anderen Händler neu. Ja. Habe ich mal mitgenommen, wo ich dir, glaube Spider-Man bestellt habe oder irgendeine Aktion gemacht habe. Da habe ich ja eh versandfrei. Ja, und da gab es irgendwie, haben sich viele einen Stern gegeben, weil es da irgendwie schon eine Auflage gab. Und das ist auch scheiße. Denselben Film nochmal vom Label rauszubringen und mit einem anderen Namen und ein anderes Cover. Dann haben wir hier noch Caged. Caged. Gefangene der Lust. Nein, das ist nicht mit Nicolas Cage. Das BOJK. Zu hot für die FSK. Ja, das Sadness in jedem Munde. Ich weiß noch nicht. Stand jetzt Ende April, ob ich mir den hole, weiß ich nicht. Gibt es nur Mediabook, nur Steelbook. 4K ist zwar geil, ja. Aber hier, da ist nicht durchgekommen, ist aber ein Film, der schon seit 2011 auf dem Markt ist. Keine Ahnung, worum der jetzt erst kommt. Bei uns. Durch Bush Media. Ja, mal gucken, wie der ist. Caged, Gefangene der Lust. Dann endlich von Just Bridge rausgekommen. Ali G in the House. Ja? Wenn ihr das Video seht, der kam auch schon raus. Die fast vergessene Welt. Den wollte ich mir sogar schon erst in einer. War das 6:30 Uhr? Irgend sowas war da dabei. In Metal Pack.
Sah auch cool aus, aber ich bin ja nicht so der Steelbook Matte-Back-Fan, ihr wisst das ja. Und ich sammle ja lieber die Keepcases. Obwohl in einem anderen Video kommt dann mal ein Steelbook doch mal, was ich kaufe. Aber ja, ich habe den Film noch nicht gesehen. Wie gesagt, hier, das waren ja die ganzen Rechte an Universal und Just Butch hat die halt rausgebracht. Ja, aber habe ich noch ja nicht gesehen. Aber mich hat da immer interessiert, warum jetzt so lange, ich glaube 2,5 Jahre gedauert hat, erst mal eine Emory kam, keine Ahnung. Wie gesagt, die fast vergessene Welt, den kenne ich, aber ist mit Will Ferrell ein ziemlich cooler, was ich so schon sagen, Abenteuerfilm, aber kann man nicht für bare Münze nehmen, sage ich mal, den Film. Schon sehr lustig, aber Will Ferrell geht immer. So, dann ein Schnapper, ich sag Schnapper des Jahres, und zwar ein Film von Turbine, Suicide Kings. Den Film habe ich jetzt für 4 Euro gekauft, über Amazon. OVP, ja, die gab es ja erst im Mediabook. Wird er die gleiche Sache? Brauche jetzt kein Mediabook. Mir reicht meistens so eine Keepcase-Veröffentlichung. Ich habe zwar auch Mediabooks, sogar über 60 Stück, aber mir reicht das so. Und den habe ich für 4 Euro hatten sie den drin. Ich den gleich bestellt. Ich dachte, ich kriege eine Stornierung, weil meistens, wenn das so billig ist, dann bestellen mehrere und dann kriegt es halt keiner mehr. Aber ja, bin ich mal gespannt. Ist ja hier mit Christopher Walken. Um was es genau geht, weiß ich nicht. Ich habe den auf jeden Fall schon mal aufgeschrieben, weil ich mir den so holen wollte. Und da kostet ja 15 Euro. Also Wahnsinn. Deswegen Schnapper des Jahres über Medimops. Ja. Ist auch nichts kaputt oder so. Ich weiß nicht, warum der so billig war. Ich meine, da ist sogar noch OVP. Ja, Turbine typisch. In der weißen MOA. Hab ja auch da schon zwei, drei Filme. Ja. Ja, Freunde. Das war's Männer, das Update. Ich kann euch noch mal die Filme zeigen. Brauche ich die nicht in Schnelldurchlauf zeigen? Spider-Man No Way Home 4K, Sing 2 4K, Star Wars für PS5, Love and Monsters Blu-ray. Im Zweifel des An gegen den Angeklagten, also im Zweifel gegen den Angeklagten, Caged, Ali G in the House und Suicide Kings. Ich habe mir da schon quasi auch die besten rausgepickt, die ich jetzt hier so habe. So als Gönnung, ja. Aber ihr wisst ja, wie teuer 4K ist und obwohl man ja sagen muss, Sony. Ja, habe ich ja letztens schon gesagt in dem Video, das ist sogar schon veröffentlicht mit Ghostbusters, die sind klasse vom Preis, ja. Also wer jetzt Venom 2 oder Don't Breathe 2 noch nicht hat, 15 Euro. Und die Blu-ray kostet ja irgendwie, das verstehe ich auch nicht, bei No Way Home kostet irgendwie die Blu-ray 18 und die 4K 22. Ne? Ja, ich habe auch wirklich jetzt so letztes Jahr kaum 4K gekauft, also sehr, sehr wenig. Meist nur Neuheiten, ältere kaum. Ja, ist halt so. Muss noch viel nachkaufen, aber die sind ja immer so teuer, ey. Es kam auch keine Aktion, irgendwas. Ihr kennt das und ja. Wie gesagt, ich will jetzt nicht weiter quatschen. Das war das Männertagsvideo. Feiert schön oder wann ihr das auch guckt. Ich hoffe, wir haben schönes Wetter, man kann grillen und so. Jetzt, wo die Corona-Beschränkungen ein bisschen gelockert sind. Ja. Ja, Freunde, da wollte ich sagen,